Was wäre denn eigentlich passiert, wenn's ausgelöscht wäre? Was passiert wäre? Du hättest das Moormonster aufgeweckt. Dann bis später, fürchte. Moormonster? Ich hoffe, Gimli hat's nicht geweckt. Gut, ich gehe. Gimli, wo bist du? Hallo? Ist denn kein Schlumpf hier? Gimli, Gimli, wo bist du? Gimli, wo bist du? Fluch dem, der mir mein Feuer neidet. Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Oh, Junge. Gimli, sag doch was. Gimli, hörst du nicht? Hilfe, Hilfe. Gimli, bist du das? Hilfe! Fürchti. Ja, Gimli. Mann, bin ich froh, dich zu treffen. Danke, Fürchti. Komm schnell, lass uns hier abhauen, bevor... Bevor das! Fluch dem, der mir mein Feuer neidet. Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Los, laufen wir unser Leben! Fluch dem, der mir mein Feuer neidet! Fluch dem, der mir Schmerz bereitet! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Alle Schlümpfe sind bereit zur Parade! Aber wir können den Fuchsfeuerschlumpf nicht finden. Wieso? Ich habe doch vorhin Fürchte gesehen und er sagte, er hätte... Woran hängst denn du überhaupt die Fackel? Es wird immer später. Nein, ich verstehe das nicht. Ich hasse Mann. Ich auch. Hat irgendjemand von euch Fürchte gesehen? Nein, Papa Schlumpf. Ich habe ihn gestern Abend bei Gimplis Haus gesehen. Bei Gimplis Haus? Hat einer von euch heute Gimpli gesehen? Nein, Papa Schlumpf! Also jetzt fange ich an, das Ganze zu begreifen. Hallo, Gimpli! Gimpelschlumpf! Hilfe, Papa Schlumpf! Hilfe! Papa Schlumpf! Hilfe! Was war das? Wer war das, Was? Was? Ach du heiliger Schlumpf, die führen es direkt her zum Dorf. Führen wen denn, Papa Schlumpf? Das Moormonster, sie haben es aufgeweckt. Moormonster? Schnell, alle Schlümpfe verlassen sofort das Dorf. Wartet auf mich jenseits des Flusses. Ja, Papa Schlumpf. Machen wir. Hilfe, Papa Schlumpf, hilf uns. Es kommt Hilfe. Hilfe, Papa Schlumpf. Fluch dem, der die Flamme stahl. Fluch dem, der mir machte Qual. Papa Schlumpf, das Moormonster. Fürchti, sagtest du nicht, du hättest das Fuchsfeuer nicht ausgelöscht? Tja, ich war's, Papa Schlumpf. Aber es war ein Unfall. Ha, ich glaube, ich hätte besser aufpassen müssen. Jetzt muss ein Schlumpf zum großen Sumpf zurückkehren und die Flamme wieder entzünden. Fluch dem, der mir die Flamme stahl. Fluch dem, der mir machte Qual. Na schön. Ich werde gehen, Papa Schlumpf. Ich bin ja der, der die Flamme ausgeschlumpft hat. Ich gehe auch. Es war schließlich mein Auftrag. Und ihr habt keine Furcht, Fürchti und Gimpli? Wer fürchtet sich? Hier, nehmt diese Rolle und lest sie, wenn ihr in Not seid. Sie beschützt euch beide. Und nun viel Glück. Ja, Papa Schlumpf. Und ihr sollt wissen, es ist keine Schande, sich zu fürchten. Allen Leuten geht das manchmal so. Ja, Papa Schlumpf. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Jeder fürchtet sich manchmal. Die Großen
die Kleinen und sogar ich. Ah! Ja, ich auch. Manchmal. Wir alle fürchten uns vor den verschiedensten Dingen. Vor Schlangen, Tigern, Drachen, Gewitter, Gespenstern, Bienen, dem Heulen des Windes in den Bäumen. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, euch zu fürchten. Jeder hat manchmal Angst, manchmal. Der Waschbär, das Eichhörnchen, sogar ich. Sogar ich habe Angst. Es ist ein riesiges, schlumpffressendes Monster mit Zähnen von dieser Länge ungefähr. Glaube ich, ich habe euch befohlen zu verschwinden und nicht einen Tumult zu machen. Naja, ich... Was ist denn mit dem Monster, Papa Schlumpf? Das Moormonster ist schon auf dem Heimweg. Aber wo sind Gimpeli und Fürsti, Papa Schlumpf? Sie zeigen ihm den Weg. Sie zeigen ihm den Weg? Fluch dem, der mir die Flamme stahl. Fluch dem, der mir machte Qual. Wir sind da, Fürsti. Nun brauchen wir nur wieder das Fuchsfeuer zu entzünden. Lass mich nur erst zu Atem kommen. Aber beeil dich, das Monster ist nicht weit hinter uns. Los, richtig schnell die Rolle. Ja, richtig, die Rolle. Geist der Sommernacht, du hast uns oft den Schlaf gebracht. Gib uns Kraft in unserer Not, dass wir sehen das Morgenrot. Also, Herr Monster, ich habe die Flamme ausgelöscht. Es war ein Unfall und es tut mir leid, ehrlich. Ja, ich weiß, ja. Du, Skimpli. Keinesfalls. Du bist der Fuchsfeuerschlumpf. Du tust es. Ich? Ist ja kein anderer Schlumpf da. Aber. Fürchti, tu es. Wenn du meinst. Du hast recht. Ich bin dafür verantwortlich. Ich hab's getan, geschafft. Ich hab das Fuchsfeuer geschlumpft. Hallo, schön. Ja. Tut mir leid, dass ich dich bat, meine Aufgabe zu übernehmen. Ach, ist schon gut. Weißt du was? Du warst echt mutig. Aber du hast geholfen. Naja, das tue ich ja immer. Uiuiui, der Mut ist ganz schön hoch. Legen wir lieber einen Schritt zu. Wo sind Sie, Papa Schlumpf? Vielleicht hat sie das Moormonster erwischt und schlumpft sie zum Abendessen und vielleicht... Sei still, Schlaubi. Sie werden gleich da sein. Der Mond zeigt Ihnen den Weg. Hallo, Papa Schlumpf! Hallo, Papa Schlumpf! Hallo! Da kommen Sie und Sie haben das Fuchsfeuer! Ja! Sagte ich dir nicht, sie werden zurückkommen, hä? Ich sagte, wie ich stets zu sagen pflege, kein Schlumpf soll verzweifeln und, Gimpeli, willst du nicht mit mir tauschen? Nein, nein. Löst du deine Probleme allein. Oh Mann, Fliege. Das ist der schlumpfigste Abfall. Genau richtig für meine Sammlung. Diese Schlumpfbeere sieht so herrlich verfault aus. Ja, fang sie, Fliege. Hey. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, aufwachen. Der ganze Müll hier muss beseitigt werden. Was denn für ein Müll? Oh, hallo, Gimpli. Würdest du vielleicht diesen Abfall schnell mal da drüben in die, Oh, Gimpli.
Wie wär's denn, wenn du diese Steine zurück zum... Was hab ich denn gesagt? Was hab ich gesagt? Ha, kein Schlumpf schubst mich in Zukunft nochmal rum. Nein, verehrter Herr. Ich fürchte mich nicht, nein, gar nicht mehr. Und wenn's ein großes Monster wär... Morgen, Gimli. Sag, möchtest du nicht vielleicht mein... Nein! Gimli, würdest du... Naja, Gimli, könntest du... Nein. Ach, Gimli, du wolltest mir doch Dekoration... Nein! Nein! Juhu, Gimpeli! Hallo, Gimpeli, ich wollte wissen, ob du vielleicht... Was auch immer es ist, ich sag nein! Nein, 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 nein! Bitte, tut mir leid, ich wollte gerade fragen, ob ich dich zum Essen einladen kann. Was? Ach so, zum Essen, ich meine ja zum Essen, das ist was anderes. Hey!